Tachchen, ihr Lieben, ich glaube, ihr seht mich ganz gut in der Glasscheibe. Also, ich werde das erste Video abdrehen für den Dermaroller, um nachher dann nicht alles sagen zu müssen. Also, das ist jetzt so der theoretische Teil. Der praktische Teil kommt natürlich auch noch hinten ran. Ich weiß, einige gucken sich die Videos immer nicht so wirklich genau an. Das ist wie mit diesem Entwachstumsvideo. Ganz, ganz viele Zuschauer haben die Fließstreifen weggeschmissen, obwohl ich in dem Video wirklich von praktisch bis theoretisch alles erzählt habe, dass man die auswaschen kann, dass ihr die nicht in den Müll schmeißen sollt, denn die trocknen ziemlich schnell an der Luft und man kann mit den Fließstreifen dann auch sofort wieder weiterarbeiten oder man nimmt sich ersatzweise, den Tipp habe ich jetzt auch schon in den Kommentaren gegeben, ein altes T-Shirt, irgendein Stoff, wo man dann dieses Sugar Waxing rauf machen kann. Ja, und so ähnlich ist es, damit es eben nicht zu Fragen kommt. Ich packe normalerweise wirklich von A bis Z das, was mir in meiner Macht steht und was ich mir über die Monate lang durch andere Videos angeeignet habe, immer in ein Video rein und Theorie ist trocken, aber ohne Theorie kommt man im Leben dann auch nicht weiter, ne? Also ist wie bei einer Fahrschule, ist wie bei einer Ausbildung in der Schule. Wir können nicht nur Praxis anwenden, wenn wir dazu diese Theorie nicht verstehen. Ja, und deswegen, also bleibt euch natürlich überlassen, wie lange ihr dran bleibt, aber ich finde es für mich als Informationsgeber, weil ich das ja veröffentliche, immer sehr wichtig zu erwähnen. Es geht um Dermaroller. Und zwar habe ich hier einen und ich habe hier einen. Die Firma brauche ich nicht verstecken, weil es letztendlich für mich dann die Firma war, für die ich mich entschieden habe, mir diese Roller zu kaufen. Es ist keine Kooperation. Ich werde einen abgedrehten Teil in die Sequenz packen. Ich weiß noch nicht wo, denn ich hatte ja einen Dermaroller von DM. Und zwar von dieser Svenja Wallberg, glaube ich, heißt sie. Den habe ich aber wieder zurückgebracht, weil ich mich zu früh gefreut hatte. Und ihr wisst, ich bin nicht gerne ein Internetbesteller, weil mir das zu lange dauert. Und bin dann zu DM gegangen und habe mir dann einfach diesen Dermaroller von dieser Svenja Wallberg geholt. Gibt noch verschiedene, die diesem Roller ähneln. Natürlich alle mit einer anderen Aufschrift. Bei Amazon findet man die, bei AliExpress, bei Wish etc. pp. Da handelt es sich aber um Nagel oder Nadel. Nicht Nagel, sondern Nadelplatten. Bei Faces of Fay, diesen Kanal, den betrachte ich jetzt bestimmt schon 4, 5 Monate immer mal wieder, aber habe mir nie so kontinuierlich angeguckt, dass ich da die Materie verstehe. Und irgendwann war ich dann auch mit den Videos durch und habe so langsam kapiert, oh, ich habe einen Fehler gemacht mit diesem Dermaroller von DM. Der wurde ja präsentiert. Und ja, alleine auch die Präsentation. Ich weiß nicht, ob es ein Model ist oder eine Influencerin. Ich kannte diese Svenja Wallberg noch gar nicht. Natürlich gibt es da gute Kundenmeinungen. Kann auch sein, dass das alles funktioniert. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich den zurückgebracht nach der ersten Anwendung. Muss sagen, ich habe auch keine Probleme gehabt mit meiner Haut. Im Gegenteil, meine Haut, die hat sich danach wirklich sehr straff und schön angefühlt. Aber ich will ja was auf Dauer. Und dann habe ich mir noch ein paar Videos eben von Faces of Fay auf dem Kanal angeguckt. Den Kanal verlinke ich euch, weil die ganzen Informationen, das würde jetzt hier 3, 4 Stunden dauern. Da kann man sich dann zurechtfinden, falls ihr überhaupt Interesse an sowas habt. Also steht ja auch nochmal außer Frage. Ja, und auf jeden Fall wird bei diesem Faces of Fay Kanal dazu geraten, dass man einzelne Nadeln benutzt. Also die Roller sollten aus einzelnen Nadeln bestehen, was mich auch noch gewundert hat. Ich hatte dann noch so Kosmetika-YouTube-Channels. Automatisch findet man ja dann immer so vorgeschlagene Videos. Und da waren auch ein paar Kosmetikerinnen bei, die diesen Dermaroller vorgestellt haben, der aus Nadelplatten bestand. Das waren irgendwie über 500 Nadeln, aber in so einer gestanzten Platte. Und das soll wohl nicht gut sein. Wird auch demonstriert, warum, wieso, weshalb, wird alles auf diesem Kanal erklärt. Und auch da habe ich wieder verstanden, ja, stimmt. Es gibt dann so
Verletzung in diesem Bereich von der Haut, die man natürlich nicht sieht mit bloßem Auge. Aber ich glaube, die haben die irgendwie auf Englisch Microtears, also Mikrotränen. Das heißt, die Haut, die wird irgendwie verletzt und hinterlässt gröbere Spuren, als wie man vielleicht große Poren zum Beispiel hätte. Und es führt wohl zu Verletzungen, wenn man so eine Nagelplatten auf Dauer benutzt. Die werden wohl stumpf und damit tut man sich der Haut nichts Gutes. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich bringe den wieder zurück. Dadurch, dass auch bei dem ersten Dermaroller von DM die Informationen auf dem YouTube-Kanal haben mir überhaupt nicht gefallen. Es existierte vielleicht ein bis zwei, drei Videos, die wirklich so kurz knapp gedreht wurden, dass die ganzen Informationen für mich mit diesem Kauf von DM, von dieser Influencerin, absolut gefehlt haben. Ja, und dann war mir das zu heikel, mir mein Gesicht kaputt zu machen, denn ich benutze den Dermaroller eigentlich nur vorsorglich. Das heißt, es wird ja versprochen, dass man dieses Kollagen einfach anregen kann, indem man so ein bisschen in die Tiefe kommt mit verschiedensten Pflegeprodukten, die wir sonst nur oberflächlich anwenden. Da, wo wir die Serien auftragen, geht das nicht direkt in die Tiefe, sondern bleibt immer in der obersten Hautschicht. Und da dachte ich mir, ach komm, das ist jetzt so ein Moment, wo ich noch sehen könnte, ob sich wirklich was ändert bei der Zornfalte. Ob die Nasolabialfalten ein bisschen straffer werden und, einfach zur Vorbeuge. Und deswegen habe ich gesagt, boah, nee, gut, ich ziehe mir den Schuh an, bestelle jetzt auf dieser Seite. Wenn ich mir da die Videos auch angucke, dann mache ich es von vornherein, hoffentlich richtig, ich weiß es nicht. Und habe mich entschieden für den 0,2er. Der ist wohl ausschließlich fürs Gesicht gedacht. Es gibt auch Anwendungen, wenn man sehr starke Narben im Gesicht hat, dass die dann auf 0,5 bis 0,75 hochgehen. 0,25 soll aber laut des YouTube-Channels reichen und das kann man wohl zwei bis dreimal in der Woche anwenden. Und dann gibt es noch einen Roller, den kann man ebenfalls, wie eben schon erwähnt, fürs Gesicht benutzen, die 0,5er. Ist aber in meinem Fall eher so für Bereiche wie Körper, Kopfhaut. Einige haben damit sogar Zellulite wegbekommen, Dehnungsstreifen war auch ein Bericht dabei. Und die Kommentare, die wurden immer beantwortet unter den Videos und deswegen hat mir das echt weitergeholfen, um mir zu sagen, okay, ich probiere es und da wird man nicht so fallen gelassen in den Kommentaren. Dann kriegt man da schon die Antworten, die man selbst als Frage vielleicht gestellt hätte. Und deswegen fand ich das ganz gut. Also hier sind es zum Beispiel einzelne Nadeln, 192 jeweils pro Dermaroller fürs Gesicht, für Anwendungen wie Arm, Bein, Po, Bauch, Kopf, soll wir auch dafür sorgen, dass die Follikel und Wurzeln, die Haarwurzeln angeregt werden. Ja, also ich weiß es nicht. Ich habe damit jetzt noch keine Langzeiterfahrung. Deswegen ist das jetzt hier wirklich erstmal dieses Anfangsvideo. Und 4 Wochen später, wenn ich das wirklich kontinuierlich erstmal durchziehe, werde ich dann sagen, ob ich damit weitermache oder irgendeine Verschlechterung festgestellt habe. Es wird geraten, man kann sich die Videos auch natürlich dort angucken, habe ich ja schon gesagt. Und es wird empfohlen, dass man die Roller nach Gebrauch oder vor Gebrauch, je nachdem, mit kaltem Wasser abwäscht, weil kaltes Wasser einfach kalkärmer ist als lauwarmes oder warmes Wasser. Also nach der Anwendung die Roller immer mit kaltem Wasser abspülen, danach desinfizieren. Das sind hier so, ja, kleine Schalen wie vom Rasierer. Man kann den Roller rausnehmen und sollte bis zur Trocknung natürlich den Deckel ablassen, damit sich hier keine Bakterien ansiedeln oder ihr irgendeine Pilzkultur baut. Von der Seite kann man sehen, dass die Nadeln einzeln reingesetzt sind. Und bei dem anderen Dermaroller von DM waren das wirklich Platten. Also man konnte außen oder von außen hat man das nicht gesehen, dass es Platten sind. Aber oben waren das keine Nadeln, sondern so, ja, so dreieckige Zacken, was sich natürlich auf der Haut wie Nadeln angefühlt hat. Aber auch ich sehe den Unterschied. Der eine nimmt Retinol, das habe ich auch schon bei denen in den Kommentaren gelesen. Der andere nimmt Vitamin C, der andere schwört auf Hyaluron. Man öffnet sozusagen mit den Rollern die Poren. Die Seite hat auch Serien, ist ja natürlich passend. Ich habe mich da vom Preis her aber jetzt erstmal so zurückgehalten, weil ich von DM auch laut Recherche mich für ein paar Serien entschieden habe. Und zwar hatte ich das bei der Erstanwendung mit dem unechten Dermaroller benutzt, habe ich auch gut vertragen. Ich habe keine Rötungen bekommen oder so. Das sind 20 Milliliter, 100% vegan. Und natürlich sollte man jetzt
wenn man diesen Dermaroller anwendet, auf Parfümstoffe, Silikone, Alkohol, alle gefährlichen Stoffe sollten natürlich vom Gesicht wegbleiben, weil wir das ja in die Tiefe bringen. Und da war ich ein bisschen erschrocken bei DM, wie viel Auswahl man hatte, nämlich so gut wie gar keine. Ich habe bei Alverde geguckt, da waren Parfüme drin. Ich habe wirklich, selbst bei der Naturkosmetik, deswegen finde ich es auch manchmal so erschreckend, wenn man Kommentare liest, ja, Naturkosmetik ist gut. Nein, wenn man sich damit nicht wirklich richtig befasst und die ganzen Inhaltsangaben nicht richtig durchliest, Naturkosmetik ist nicht immer gut, selbst wenn sie frei von jeglichen Schadstoffen sind. Manche vertragen Naturkosmetik überhaupt nicht und entwickeln durch die ersetzten Stoffe auch Allergien. Also man darf da nicht von sich auf andere schließen und deswegen müsst auch ihr euch durchprobieren. Es ist jetzt keine Garantie, wenn ich das No-Make-up-Produkt 120 Hypersleep Serum vertrage, dass ihr das vertragt. Ich zeige euch jetzt wirklich nur, was ich mitgenommen habe. Und zwar wären das die drei. Es gab noch ein viertes, was mir aber dann im Endeffekt zu teuer war. Diese drei Serien ohne Parfüm und mit diesen Bedingungen, die ich dann einfach problemlos, hoffe ich, ins Gesicht einarbeiten kann. Olive, jeder Hauttyp 30 Milliliter. Auch hier haben wir die Angabe und dann habe ich auch hier wieder Parfüm gefunden. Da ist aber auch wieder ein doppeltes Sternchen und doppeltes Sternchen steht unten aus natürlichen ätherischen Ölen. Kokosalkohol ist, glaube ich, jetzt auch nicht das Alkohol, was nicht auf die Haut darf. Hier steht es auch alles nochmal drauf, worauf alles verzichtet wurde, muss man sich dann selber damit befassen. Also Verzicht auf synthetischen Duft, Farb- und Konservierungsstoffe, Rohstoffe bevorzugt aus kontrolliert biologischem Anbau. Bevorzugt ist auch so ein vages Wort. Dann ohne Inhaltsstoffe auf Mineralölbasis. Hautverträglichkeit dermatologisch getestet, ja. Dann haben wir hier, ach so, hier hatte ich euch das ja schon gezeigt. Könnt ihr alles selber durchlesen, falls ihr gegen irgendeine Sache allergisch sein solltet. Und hier haben wir dann eben auch, finde ich, das war das wenigste an Inhaltsstoffen von No Make-up. Und da kann man dann auch nochmal nachgucken. Also ich habe hier weder Parfüm noch Alkohol gefunden, erstaunlicherweise. Und das war auch das Erste, was ich benutzt habe. Selbst von Catrice, von Essence, diese ganzen Serien, die trotzdem gut verkauft werden, wahrscheinlich für die Oberfläche, war überall Alkohol, war überall Parfüm drin. Ich habe bei Judith Williams geguckt, war Parfüm drin. Alverde, habe ich auch schon erwähnt, war Parfüm drin. Deswegen wahrscheinlich auch, wenn ich Masken probiere, dass ich immer sage, oh, das brennt so im Auge oder meine Haut brennt generell die ersten 5 Minuten, dann sind das wahrscheinlich die Stoffe, die meine Haut nicht wirklich verträgt. Und ich werde auch in Zukunft ein bisschen mehr aufpassen, welche Masken ich mir da reinklatsche, egal wie schön die Werbung von außen aussieht, wie toll der Inhalt sein soll. Es bringt mir nichts, wenn ich da kurz für 20 Minuten ein Luxusergebnis habe oder ein Erlebnis und nach hinten raus mir meine Haut absolut trocken, ja, kaputt mache auf Zeit. So ein Prozess passiert ja nicht vom ersten bis dritten Tag, sondern natürlich können da Monate, Jahre drin liegen. Aber wenn man dann auf einmal diesen Punkt erreicht hat, dass die Haut wirklich total schlapp und gar kein Kollagen mehr produziert oder überhaupt nichts mehr an Kraft in der Haut drin hat, ja, dann kann man es auch schlecht rückgängig machen. Und deswegen will ich vorbeugen und werde das Experiment für mich selbst einfach an mir oder ja, an mir ausprobieren. Ich werde weiterhin mit diesem No arbeiten. Und dann hatte ich ja mal eine Kooperation, wo mir die Produkte zur Verfügung gestellt wurden von Pretty Wall. Das war dieses Vitamin C Serum. Dann gibt es noch Retinol. Ganz ehrlich, Retinol würde ich mir jetzt nicht unbedingt einarbeiten. Da habe ich ein bisschen Angst, weil das ist mir ein bisschen zu heftig. Und Hyaluron hatte ich ja auch noch. Also hier sind auch die Inhaltsstoffe absolut okay und das ist hier auch frei von sämtlichen, ja, Schadstoffen oder Inhaltsstoffen. Das kann ich mir beruhigt dann einrollern. Und wenn ich das alles gut vertrage, werde ich mich für eine Sache entscheiden, wo ich die Sachen dann weiterhin kaufe. Hier kommt man natürlich schneller ran. Hier müsste man das Ganze bestellen, aber es gibt ja auch noch mehr Firmen, die
reines Vitamin C verkaufen, ne? Da muss man ja auch noch auf so gewisse Dinge achten, wie viel Vitamin C ist da wirklich drin, in welcher Kombination, ab wann macht es Sinn, sich sowas in die Haut zu schmieren, macht man es wirklich regelmäßig oder nimmt es nur mal Larifari, na dann kann man natürlich auch keine Ergebnisse sehen. Und ja, das wäre jetzt erstmal so der absolut langweiligste theoretische Teil, der einfach mit rein muss, weil ich sonst nicht guten Gewissens irgendwas vorstellen kann. Ich weiß, dass es immer wieder irgendwelche Kackmimosen gibt, die mir in die Kommentare schreiben, dass sie irgendwas besser können. Da denke ich mir auch so, schön für dich. Also manche Leute kapieren irgendwie nicht, dass die Haut ganz anders funktioniert. Und wenn, dann sage ich ja sowas meistens an, aber das sind dann immer die Menschen, die nicht von A bis Z dranbleiben und dann irgendein Frunz in die Kommentare feuern, wo ich mir denke, na bravo, also hatte ich in dem Video mitgeteilt, aber schön, dass du es mir jetzt noch sagst. Es gibt immer mal wieder so Querschläger, aber ich für meinen Teil möchte das so abdrehen, dass jeder, der von vorne nach hinten guckt und sich vielleicht dafür entscheidet oder sagt, um Gottes Willen, vertrage ich gar nicht, muss ja total unangenehm sein, dass ich aus reinem Gewissen mein Wissen in dieses Video gepackt habe. Und ich sage es auch immer wieder, sollte ich irgendwelche Sachen im Nachhinein erfahren, die sich geändert haben, die ich falsch gesagt habe, dann pinne ich das meistens immer in den Kommentaren an, weil ich eine Nachbearbeitung schlecht machen kann in einem Video, was schon oben ist. Und selbst wenn mir Fehler passieren, kann man mir das dann auch ordentlich mitteilen, ohne dass man da den Klugscheißer raushängen lässt, weil das tue ich ja hier auch nicht in den Videos. Ich sage ja wirklich, ich bin der Laie, ich probiere mich durch und wenn sich jemand an meine Linien hält, dann will ich natürlich die Linien dann auch so erklären, dass ich das mitteile, was wichtig wäre für einen Anfänger, wie ich es jetzt gerade bin. Weil da wäre ich froh gewesen, alles kompakt in einem Video zu haben und nicht 10, 20 Videos gucken zu müssen, um zu verstehen, ah, alles klar, das kapiere ich. Also Fakt ist, bitte nicht die Roller kaufen, wenn ihr an frischer Akne leidet oder sehr oft Infektionen auf der Haut habt. Davon wird auf jeden Fall abgeraten und leuchtet mir auch ein, weil man ja in dem Moment die Akne verletzt, die eh schon verletzt ist und ihr schleppt dann mit dem Roller die ganzen Bakterien auf eurer Haut hin und her. Also es muss eine gesunde Haut sein und gesund bedeutet mit dem Dermaroller in diesem Fall, dass nichts frisch blüht, also keine Pickelchen, die ranreifen, keine Verletzungen, die ihr seht. Da müsst ihr wirklich warten, bis die Haut vollständig gesund ist, ohne Entzündung, damit ihr eben die Infektion nicht von A nach B im Gesicht mit dem Roller schleppt, sondern wirklich nur durch Akne entstandene Narben, Unreinheiten, Mitesser, große Poren, verstopfte Teigdrüsen, Gerstenkörner, naja, verstopfte Teigdrüsen waren wahrscheinlich Mitesser, aber alles sowas. Hauptsache, das Gesicht ist nicht entzündet. Alles andere, was man so an Schäden liebevoll gemeint hat, da darf man dann diesen Roller anwenden. Was ich noch dazu sagen kann durch die ganzen Videos, man muss diese Roller alle Vierteljahre bis 4, 5 Monate wechseln, weil die Nadeln wahrscheinlich stumpf werden oder weil man sonst eine zu große Gefahr hat, dass da eher Verletzungen entstehen. Ist ja wie mit, der Arzt nimmt ja auch bei einer Impfung oder bei anderen Sachen immer wieder eine neue Nadel. Die würden ja irgendwann stumpf werden. Also diese auswechseln alle 3 bis 5 Monate, je nachdem, wie oft ihr so einen Roller benutzt. Also würde ich sagen, ja, mit guten 2 Rollern pro Jahr kommt man schon hin. Aber wenn man Erfolge sieht, macht man das ja auch gerne, ne? Also da spart man sich dann andere Sachen, die man bei DM oder in der Drogerie holt, für die man 30 € an der Kasse zahlt oder 25 € und dann hat man eben einen neuen Dermaroller. Das andere könnt ihr alles auf diesem Kanal sehen. Also ich verlinke ihn sehr, sehr gerne, weil er mir wirklich extrem in der Vorbereitung geholfen hat und deswegen mache ich die Werbung echt sehr, sehr gerne, weil ich ja auf diesen anderen Dermaroller nämlich auch fast reingefallen wäre und vielleicht mich 3 Monate gefreut hätte, dass meine Haut schön aussieht und dann in einem Jahr hätte ich dann vielleicht die Gebrauchsspuren von diesen nachgeahmten Nadelplatten gehabt. Ja, und das ist dann im Endeffekt unbezahlbar.
Da kann ich mir den teuersten Roller holen, wenn ich meine Haut kaputt mache. Da ist ja auch Vorsicht geboten. Und das hat auch nichts mit diesem Vampirgesicht zu tun. Man blutet davon nicht, wie man das vielleicht auch gedacht hatte. Es soll auch nicht bluten bei der Anwendung. Das Einzige, was passieren kann, es kann zu leichten Rötungen kommen. Deswegen soll man diese Anwendung natürlich auch abends vor dem Bett gehen oder generell, wenn man weiß, man geht nicht mehr raus. Aber es ist ja bei uns momentan sowieso ein bisschen schwieriger. Einschleusen von Wirkstoffen und Hautpflegeprodukten, Verfeinerung und Verjüngung des Hautbildes, Verringerung von Hautunreinheiten und Porengröße, vorsichtige Anwendung im Augen- und Lippenbereich möglich. Das heißt, man muss das nicht mal aussparen, sondern kann sogar die Lippen und natürlich nicht übers Augenlid rollen, sondern die meinen diese Zone unterm Auge, diese ganz, ganz feine, wo man oftmals tiefe Augenränder besitzt. Ja, und jetzt stoppe ich das Ganze erstmal. Jetzt sind wir beim zweiten Teil. Tachchen. Was mir noch aufgefallen ist, bevor ich jetzt anfange, kann sein, dass ich es übersehen habe. Hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass man hier irgendwo erkennt, welche Millimeterangabe man in dem Roller drin hat. Ich meine, also ich kann es noch erkennen. Also das müsste der 0,5er sein. Und hier sieht man die Nadeln schon kaum noch bei dem rechten. Aber gut, ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder gute Augen hat. Ihr wisst ja auch, das ist kein Tutorial von mir, das sind einfach nur Privatvideos, wo ihr euch ein bisschen orientieren könnt, so nach dem Motto, oh, sowas gibt's, wusste ich gar nicht, aber nehmt bitte nichts. Auch wenn ich es lange gelesen habe und genug recherchiert habe, Moment, auch wenn ich lange genug recherchiert habe, 0,25 Watt. Den spüle ich jetzt unter kaltem Wasser ab. Da es nicht so kalkhaltig ist wie warmes Wasser und Desinfektionsmittel, Gerätedesinfektion oder Oberflächendesinfektion, sagen wir es mal so, und lege ihn in der Zeit erstmal wieder hier in die Schale. Bingo. Und werde jetzt mein Gesicht ebenfalls mit einem Mikrofaserlappen reinigen. Ich habe nicht viel drauf, Lippenstift, ein bisschen Mascara und naja, ein Teil von der Augenbraue wird dann wieder weggehen. Das wisst ihr ja, dass ich mir, oder für die Leute, die neu dabei sind, dass ich mir bei meinem Narbengebiet, was mal ausgebessert wurde, die Augenbraue jetzt gleich fehlen wird zur Hälfte. Die muss ich mir ja immer nachmalen, denn es musste ein bisschen in die Tiefe geschnitten werden damals und dadurch ist ja auch ein bisschen Gewebe weg mit den Haarwurzeln. Schön reinigen. Ich nehme jetzt keine aggressiven Schäume habe ich auch nicht da. Ich habe hier dieses Waschgel von Balea, aber damit will ich jetzt auch gerade nicht ran. Empfohlen wird, bevor man so ein Needling macht, dass man wirklich entweder nur mit Wasser rangeht oder wenn ihr richtig wasserfestes Make-up habt, dann darauf achten, dass ihr ein mildes Make-up-Reinigungsprodukt benutzt, ne? Die Fusselantennen nach hinten. Sonst ist alles runter. Ich kriege hier zurzeit so einen trockenen Punkt. Ja. Der kommt und mal geht er wieder, aber könnt ihr mal sehen. Also auch ich leide jetzt gerade wieder so an trockenen Stellen hier im Bereich. Sieht aus wie so eine Hängefalte. Ja, kann natürlich auch sein, dass das passiert, ne? Es gibt die Möglichkeit, dass man das Serum vorher auftragen kann und gleichzeitig einarbeitet. Das mache ich so. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man erstmal das Needling macht und dann das Serum rüber. Das müsst ihr dann für euch entscheiden, beziehungsweise in diesem Fall für mich. Ich empfand, auch wenn ich den falschen Dermaroller zuerst hatte, ich empfand die Anwendung mit dem sofort Einarbeiten ganz gut, weil ich hatte wirklich am nächsten Morgen eine total straffe Haut, nicht jetzt sichtbar, aber ich habe immer so gemerkt, dass ich so eine Spannung drauf hatte. Und die Haut, die war richtig schön weich. Und natürlich die Hände auch darauf achten, dass alles sauber ist. Mein Wasserhahn kleckert. Und kurz so ein bisschen verteilen. Man kann auch das Dekolleté und den Halsbereich mitmachen. Machen wir mal hier so ein bisschen die Zotteln weg. Diagonal, vertikal und horizontal mit diesem Roller zu rollern, damit man wahrscheinlich wirklich im besten Fall die höchste Rate hat, dass man jede Pore erwischt. Und von Faces of Fay, die haben natürlich jetzt auch ein junges Mädel eingestellt. Ne? Ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie sehr, sehr jung ist, aber natürlich weiß die Firma auch, was sie da hinstellen.
sie hat eine ebenmäßig super schöne Haut, ist ein ganz hübsches Mädchen, sind natürlich auch immer so Sachen, die verlockend sind. Ich bin ja auch nicht doof, ne? Also das sind schon Sachen, die verlockend sind. Und was mir manchmal so ein bisschen fehlt, dass es fern von der Realität ist. Also ich würde mir oftmals bei so einem Kanälen wünschen, dass man wirklich so, ja, Probanden hat, die es vorzeigen, so wie ich, wie du, wie jeder von uns, dass man mal wirklich sieht, ob es dann auch was gebracht hat. Weil Vorher-Nachher-Bilder bin ich nicht so der Fan von, weil wir wissen, was man mit Photoshop alles machen kann. Nur falsch hinstellen, Beleuchtung anders, ein Retuschierfilter, da bin ich nicht so überzeugt von. Aber das, was sie inhaltlich von sich gibt, finde ich große Klasse und bin dem Kanal auch einfach sehr dankbar. Und deswegen vertraue ich auch auf diese Rolle einfach. Also sie hat gesagt, sie teilt sich das immer zum besseren Verständnis ein. In zwei Hälften die Stirn zum Beispiel, auch das Gesicht bei der Nase und bei der Zornesfalte oder bei der Stirn, die bei ihr nicht vorhanden ist, aber bei mir schon so langsam, wenn ich immer so gucke, gerade im Sommer, dann ist klar, braucht man sich nichts abteilen. Also sie geht 6 bis 8 Mal mit Absätzen so, dann geht sie so, aber natürlich auch aufpassen beim Auge. Ja, dieses Gefühl ist hier gerade ganz, ganz anders als bei dem ersten Dermaroller. Ich werde euch die Sequenz einblenden oder habe es schon getan. Und es sollte nicht bluten, also keinen Druck anwenden, dass ihr euch denkt, so, hey, da blutet gar nichts, also kann es nicht klappen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 würde auch reichen, aber 6 bis 8. Und vertikal fehlt mir, ne? Jetzt habe ich mir das gar nicht gemerkt vor lauter Quatschen. Und so geht man dann die ganze Zeit ins Gesicht und arbeitet sozusagen das parfümfreie, silikonfreie, alkoholfreie Serum ein. Das, was ihr eventuell auch schon vorher gut vertragen habt. So würde ich es wahrscheinlich machen. Und dann hier 6 Mal circa, dass die Stirnfalte schön abhaut und nicht doller wird. Und ja, dieser Prozess soll dann wirklich je nach Hautbild Abhilfe leisten. Ne? Und bei mir ist es, ich wünsche mir natürlich, dass Kollagen angeregt wird, dass das Gesicht so ein bisschen straffer wird, voller wird. Ist jetzt nicht so, dass ich damit eine Problemzone hätte oder ein Problem oder geistig nicht schlafen kann oder geistig ruhig nicht schlafen kann. Aber es ist ja schön, wenn es andere Methoden gibt, außer sich irgendwelche Fäden in den Kopf zu knallen oder etliche Spritzen ins Gesicht zu machen. Wäre schön, wenn das durch diese Methode klappt. So, jetzt habe ich durch mein Gequatsche wieder vergessen. Nein, diesen vergesse ich hier immer. Vertikal ist so ein Ding. Ja. Wie beschreibe ich denn das? Auf jeden Fall sehr anregend. Man merkt richtig, dass es kribbelt. Ist bei jedem verschieden. Ich habe auch bei so Boostern mit Menthol auf den Lippen, erkläre ich euch voll oft, dass ich da ein Spezialist bin, der sofort was merkt und bei dem die Lippen auch wirklich sehr schnell aufplustern für einen gewissen Zeitraum. Würde auch wahrscheinlich mit Pfeffer klappen bei mir. Und hier auf der Nase ist es ein bisschen schwieriger, da ranzukommen, ist klar. Vielleicht braucht ihr die Nase nicht. Bei mir wäre die Nase zum Beispiel aber wichtig. Also da sind so meine Porenprobleme. Wahrscheinlich, weil man sich dann Alkoholmasken ins Gesicht feuert oder auch Umwelteinflüsse. Ja, diagonal ist jetzt hier ein bisschen schwer, aber improvisieren wir einfach, dass es den Sinn hat, dass wir jede Pore treffen mit dieser kleinen Nadel. Ja, und dann wären wir schon in diesem Bereich komplett durch. Mund, ja, oh, das ist aber unangenehm hier gerade. Da werde ich ein bisschen weniger Druck nehmen. Oh, das ist so, als würdet ihr so ein paar Haare rausziehen. Da bin ich jetzt ein bisschen forsch rangegangen. Bei den Lippen soll man wohl aufpassen. Da habe ich jetzt auch gerade ein bisschen Schiss. Nicht, dass mir da die Luft rausfliegt. Bin immer froh, dass ich nur einigermaßen volle Lippen habe. Aber nachher fallen die ein. Natürlich nicht, aber man weiß ja immer nicht, was gut ist und was nicht. Oh Gott, ey. Ja, sehr, sehr vorsichtig mache ich das. Jetzt hier wieder diagonal,
Man kann auch den Hals mitmachen. Mache ich jetzt schnell im Zeitraffer, im Schnelldurchlauf. Das ist auch völlig okay, aber es soll angenehm sein. Das gleiche dann hier. Wenn es wirklich sehr schnell einzieht, wie bei mir jetzt gerade, man merkt das unwahrscheinlich krass. Also da ist kein Serum mehr drauf. Das Serum ist innerhalb von ein paar Sekunden mit diesem Rollen verschluckt. Ich habe das Gefühl, mein Gesicht saugt es förmlich durch diese Löcher, wollte ich beinahe sagen, durch dieses Needling weg. Und man kann sich jetzt noch im Nachhinein ein bisschen Serum aufgeben, aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ich sehe, dass alles weg ist, verschwunden ist, alles matt. Und für mich ist es jetzt okay. Und ich werde dreimal die Woche das Ganze nicht machen. Kennt ihr so ein Gefühl, wenn man auf seinen Körper einfach hört? Und ja, 2 bis 3 ist eine Zahl. Aber ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich es nur 2-mal die Woche mache oder sogar nur 1-mal die Woche. Weil ich ja wirklich jetzt von entzündlichen Seiten aus nichts habe oder nicht sehr viele Mitesser oder sehr viele Narben verteilt, dass ich es für 1 bis 2-mal die Woche völlig ausreichend finde. Denn auch hier, wir kriegen jetzt wieder vermehrt Sonne. Ihr müsst aufpassen auf den Sonnenschutz unbedingt. Jetzt zum Beispiel auch nicht ins Solarium rennen oder irgendwas Chemisches jetzt hier reinklatschen. Passt da bitte auf. Kann ich euch nur den Tipp geben, weil oftmals hört man ja nicht alles. Der ist jetzt ausgewaschen und natürlich fasse ich da auch vorne jetzt nicht mehr ran. Nehme dann hier wieder Desinfektion für Oberflächen und lege das, ja, das wurde jetzt zum Beispiel auch nicht im Video gesagt, man kann ja desinfizieren, wie man möchte, den Roller, wenn die Kappe sozusagen auch nicht steril da liegt. Ne? Also wir kriegen nichts steril, außer OP-Handschuhe für ein paar Sekunden, die verpackt sind. Aber sprühen wir jetzt vorsichtshalber mal diese Packung mit ein oder diese Schale, wo das reinkommt, drehen ihn um, dass da so gut wie es geht Luft rankommt, und wenn es nachher trocken ist, kommt der Deckel dann einfach rauf, der mitgelieferte. Und das werde ich privat anwenden, vielleicht Ellenbögen oder Bereiche im Gesäß. Ich wollte euch jetzt nicht meinen Po in die Kamera halten, könnt ihr alle froh sein. Oberschenkel, Waden und Kopf, ne? Also man kann auch mit diesem Ding tatsächlich, und gerade finde ich das spannend mit dem Kokoswasser, Quatsch, Kokoswasser, um Gottes Willen. Das heißt, um Gottes Willen, gibt bestimmt auch gute Mineralien, aber Reiswasser, das benutze ich ja immer noch kontinuierlich. Video habt ihr ja gesehen oder ist auf jeden Fall in der Infobox drin. Ja, dass man das schön anregen kann, die Kopfhaut. Dadurch entstehen wohl auch bei Männern, ich kann es nur weitergeben, was ich gesehen habe und gelesen habe in dem Video oder in den Videos generell auf dem Kanal, da sollen wohl vermehrt die Haare wieder wachsen. Durch die Stimulierung, durch die Durchblutung, all sowas. Und je nachdem benutzt man dann da auch dementsprechende Haarwuchsmittel, die den Haarwuchs fördern oder neu anregen. Also es kann gut sein, dass bei kahlen Stellen wirklich mit irgendwelchen Mittelchen, da habe ich mich jetzt nicht erkundigt, die Haare wirklich nachwachsen mit einem Haarserum, so ein Tonikum oder wie die Dinger heißen, ne? Ja, das war jetzt das Video, das erste. Und in 4 Wochen würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Dann werde ich zwischendurch immer mal wieder so für mich privat mein Gesicht reinhalten. Vielleicht seht ihr dann Unterschied. Und ja, gucken wir mal. Also eine Veränderung eventuell im Nasolabialbereich, also hier und hier, eventuell auch hier oder hier, wo es so langsam anfängt einzufallen an den Mundwinkeln, und ich komme mal näher ran, hier. Also die merken wir uns jetzt mal, meine Nasen, so viele Ausdrücke, Nasolabialfalte, meine Zornfalte, die merken wir uns jetzt mal. So sieht sie am ersten Tag aus und nach 4 Wochen können wir ja zusammen mal gucken, ob es was gebracht hat. Und ich denke, auch hier ist eine kontinuierliche Anwendung notwendig, denn wir sind alles keine Zauberer, ne? Der Körper muss erstmal reinkommen und regenerieren
und darauf reagieren. Da werde ich jetzt auch nicht erwarten, dass ich in 2 Wochen irgendwie ein Ergebnis sehe, gerade weil ich euch jetzt nichts tendenziell zeigen kann. Da waren schwarze Mitesser, da hatte ich Narben von Akne, da sind Personen ausgezeichnet, die ich gerne sehen würde, wo die wirklich live und dann Vergleichsvideos danach gemacht haben, ne? Ohne Bilder. Das wäre interessant zu wissen für jeden Verbraucher. Bringt ja auch nichts, wenn man zum Beispiel Roller kauft, ist dann eine Einmal-Investition. Bloß die Firmen leben ja weiter, weil wir die Dinge austauschen müssen wie Zahnbürsten. Und wenn man dann merkt, so auch nö, ja klar, wenn jeder eins kauft, wird man vielleicht auch reich, aber es wäre schon erwünschenswert, wenn es wirklich irgendwas bringt. Also das wäre so, wo ich sage, oh wow, bestes Ding, und auch die ganzen Inhaltsstoffe, mich damit so ein bisschen zu befassen, dass eben nicht mehr so viel Scheiße ins Gesicht kommt. Scheiße, Entschuldigung, aber es ist ja oftmals, wenn man die ganzen Angaben umdreht. Ich bin ja auch so ein Kaufopfer davon, und ich muss es leider sagen, ich habe sehr oft Scheiße drin. Das beste Beispiel steht hier, ja, ich vertrage diese Neutrogena Hydro Boost Body Sorbet Cream absolut. Ich liebe diesen Duft, ich mag diesen Auftrag, aber wenn man dann hinten rauf guckt, wird einem schlecht und danach googelt. Ja, was will ich mit einer Creme? Ich möchte, dass sie meine Haut pflegt. Und als Verbraucher denkt man in diesem Moment, Neutrogena, ja, so dieses medizinische, kann ja nicht schaden. Ja, Pustekuchen. Also wenn man dann wirklich alles hier durchgeht, Parfüm hinten, dann haben wir wieder Alkohol drin. Ja, was soll da meinem Körper helfen? Also Alkohol brauchte ich für meine Haut noch nie. Weder für meine Haut noch für meinen Geist. Und da fängt es einfach schon an, dass man sein Geld und vor allem seine Gesundheit oder das optische Aussehen, die später erstmal in erster Linie bei mir eine Rolle, würde ich sagen, dass ich optisch eine schöne Haut behalte. Anderer Punkt ist, die Inhaltsstoffe wandern auch in unseren Körper. Also da ist ja nicht eine Barriere, dass irgendwann Stopp ist bei den Poren. Die gehen ja in den Kreislauf rein, den wir besitzen, ne? Und da möchte ich manchmal nicht wissen, was kommt durch was? Durch was haben wir eine Allergie? Wir denken dann immer, wir essen irgendwas Falsches. Dann ist es irgendwie durchs Schwitzen oder durch sonstige Aktivitäten in unsere Blutbahn gekommen und kriegen davon einen Ausschlag am Mund oder im Gesicht und sind immer völlig auf einer falschen Fährte. Das Rätsellösung werden wir aber nicht finden, denn ich bin kein Profi und darf rechtlich und generell gesehen so eine Videos auch gar nicht machen. Aber das sind so die Sachen, die ich für mich als Privatperson einfach rausziehe, Vlogs darüber mache und natürlich mir noch sehr, sehr viel Wissen fehlt, den anderer hat, der da studiert oder Kosmetikerin ist. Und dann ist es immer schön, wenn man sich austauscht, wenn ich zum Beispiel auch Tipps an euch weitergeben kann, um zu sagen, guckt mal, bis hierher bin ich gekommen. Bis zum Schritt 1 habe ich mich aber schon vorgedrungen und denke jetzt nicht mehr so, ach komm, man lebt nur einmal. Ja, aber dieses eine Mal will man aber auch ein bisschen älter werden als nur Leute, die nicht die Chance haben, alt zu werden. Und das sind so vielleicht auch Faktoren, die immer eine Rolle mitspielen könnten, weil man es nicht weiß. Ne? Bei einer Obduktion werden sie nicht sagen, oh, da war aber eine Luftatemnot durch Cremes, weil enthalten war, da guckt doch gar keiner nach, die finden vielleicht den Stoff und gehen eine ganz andere Leitung lang. Aber gut, da würden wir uns jetzt im Kreis drehen. Das ist hier so ein XXL-Booster von mir rausgeschossen, aber mit ruhigem Gewissen, dass ich es einfach von mir aus raushaben möchte, dass auch keine ungeklärten Fragen offen sind, weil wir machen es uns ja dadurch auch nicht einfach. Ihr wollt dann was wissen und ich verstehe vielleicht die Frage falsch oder antworte falsch. Man versteht sich ja sehr oft in den Kommentaren miss. Und deswegen alles von A bis Z aus meinem Kopf, meinem Wissen, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, reinpacken. Und die Infobox ist für euch da, um euch selber ein Bild zu machen, damit ihr dieses Video vielleicht auch ein bisschen besser verstehen könnt von den Profis, ne? Der ich ja nicht bin. Gut. Ich hoffe, dass ihr erstmal, aua, irgendwas piekt hier, dass ihr erstmal was damit anfangen konntet. Und danke euch fürs Zugucken. Vielleicht habt ihr selber ein bisschen Interesse bekommen oder wartet auf das Fazitvideo. Ich werde nicht schummeln oder verschönern. Ich werde euch auch sagen, dass es eine Investition war, die leider bei mir dann nicht geholfen hat. Und vielleicht sage ich so, okay, meine Haut, die ist noch nicht so strapaziert,
da kann man nicht so viel rausholen, ist uns auch klar, gerade in dem Moment. Aber es wäre schon schön, wenn das Kollagen ein bisschen angekurbelt wird und man vielleicht so ein bisschen Aufpolsterung sieht durch Hyaluron oder eben die Vitamin C-Produkte etc. pp. Macht's gut, bis in 4 Wochen mit diesem Thema zumindest. Bis bald. Ciao, ciao.